Ich bin Fes von Kraftklub und ja, wir sind jetzt heute in Hamburg. Ich bin gerade ein bisschen alleine, weil die anderen laden gerade noch ein, ihr Zeug. Und ich muss immer am wenigsten aufbauen, weil ich der Sänger bin. Und deswegen kann ich nur sagen, ich mache das Interview hier, trage die Sachen hoch. Das ist ganz gut. Und deswegen kann ich jetzt hier ein Interview machen. Korrekt. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Kraftklub ist für mich so ein bisschen die Möglichkeit, mit meinen besten Freunden das zu machen, worauf ich Bock habe. So. Und das ist halt Musik in dem Fall, aber es hätte auch irgendwas anderes sein können. Aber so im Großen und Ganzen ist so dieses Kraftklub-Gang-Ding, das bedeutet für mich halt wirklich so Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und damit irgendwie Spaß halt so zu haben an dieser ganzen verrückten Sache, die wir gerade machen, wo ich ja, noch hoffe, dass es ein bisschen weitergeht, aber wo ich auch nicht traurig bin, wenn es mal vorbei ist. Also, keine Ahnung, ich glaube, das wird irgendwann vorbei sein und dann darf man nicht traurig sein, und deswegen versuchen wir es die ganze Zeit jetzt voll zu genießen, sozusagen, dass man halt sagt, okay, jetzt ziehen wir das nochmal voll durch, mit jedem Abend Party und so ein Zeug. Und ja, dass man am wenigsten sagt, okay, dann, wenn er hat, man es halt richtig gemacht. Es tut mir leid, doch MTV. Ey, wir kennen uns richtig lange schon. Also seit 16 Jahren lange. Wir sind zusammen in die erste Klasse gegangen. So, und ja, waren dann 10 Jahre in der Klasse zusammen. Und Till ist mein Bruder, den kenne ich seit so lange er lebt. Und. Ja, keine Ahnung, also wir kennen uns ewig so, und das meine ich halt auch, weißt du, wir haben schon immer zusammen rumgehangen, wir waren schon immer irgendwie die Kumpels, die zusammen Mist gebaut haben, und jetzt machen wir halt das Gleiche, was wir früher gemacht haben, nur noch mehr, und dass wir halt dabei in einem Sprinter sitzen und dass wir halt abends sogar noch Konzerte spielen können. Also das ist eigentlich nur Zufall, also, dass wir Musik machen. Wir hätten auch eine Sportgruppe sein können, die jetzt auf Turniere fährt oder was, keine Ahnung. Es hätte wahrscheinlich so vom Gefühl her einen ähnlichen Effekt. Wir machen jetzt seit 2 Jahren oder so, also so gibt es Kraftklub als dieses, dass wir uns den Namen ausgedacht haben, Kraftklub. Aber dass wir zusammen Mucke machen, das ist halt bei uns in Chemnitz, ist halt so das schwer, das so zu trennen, weil wir so ganz, ganz viele so eine Bands haben, so in so einem kleinen, in so einer kleinen Szene quasi, die alle ganz verschiedene Musik machen und die alle miteinander so rumdoktoren und verschiedene Projekte halt machen. Und dann ist halt bei uns, bei diesem Kraftklub-Projekt halt zufällig das halt rausgekommen, dass wir jetzt auf Tour fahren können. Aber es hätte auch mit einem anderen Projekt passieren können, keine Ahnung. Ja, aber seit 2 Jahren ungefähr. Klar ging das schnell, das ging total fix. Ich finde immer, dass wir so, dass es zwar total schnell und überrumpelt und so alles kam, aber dass wir dabei halt keine Stufe ausgelassen haben. Ich weiß, also es gibt auch Leute, die sagen, dass wir so voll die Stufen ausgelassen haben und so, aber das finde ich irgendwie gar nicht so richtig. Weil es so, für mich ist immer wichtig zu wissen, für mich selbst halt irgendwie, dass die Leute, die auf dieses Konzert halt kommen, jetzt ist es übel und gefährlich, halt mega ausverkauft, wo halt über 1000 Leute halt kommen, das ist nicht, weil wir im Bundesvision Song Contest mitgemacht haben oder auch nicht, weil, keine Ahnung, von uns zu jung im Radio kam, sondern es liegt halt daran, weil wir live gespielt haben. Und weil wir halt hier in der Region halt live gespielt haben, weil wir halt einfach Support waren, immer überall so, und dass wir einfach 3 Touren gespielt haben und dass wir dann auch selber Konzerte gespielt haben vor ganz, ganz wenig Leuten, und das ist einfach so, innerhalb von dieser kurzen Zeit, zwar extrem schnell das alles ging, aber wir uns halt trotzdem so diesen Ruf halt erarbeitet haben, live eine gute Band zu sein. Und das finde ich halt wichtig. Also gerade wenn man halt, weil auch mal die Leute halt fragen, ihr habt ja noch keine Platte draußen und so, und wie kann denn das jetzt sein, dass ihr hier irgendwie Leute zieht? Und das liegt halt wirklich daran, dass wir uns halt diesen Ruf halt erspielt haben, dass wir halt eine relativ gute Live-Band sind. Und da bin ich stolz drauf auf jeden Fall. Wir sind deine neue Lieblingsband. Ja, also das war alles so relativ, also da waren alle ganz, ganz viele Zufälle da, so dass wir auch so die erste Show, die wir außerhalb von Chemnitz hatten, hatten wir in Berlin beim
da war Chimperator, das Label, hatte uns halt gefragt, ob wir Vorgruppe sein wollen von den Orsons. Und dann, ja, klar, und sind halt nach Berlin gefahren. Und da hat uns Casper gesehen, weil er halt Kumpel ist von den Orsons und bla. Und hat es dann seiner Booking-Agentur halt erzählt, irgendwie, wo er Praktikum gemacht hatte da zu der Zeit. Und die fanden uns scheiße. Und haben gesagt, nö, das Ding wird nie was. Und dann hat er es seinem eigenen Booker gesagt, der jetzt auch unser Booker ist. Und der ist dann gleich echt nach Chemnitz gefahren. Und das ist immer eine schöne Geschichte. Hat uns eine Flasche Wodka auf den Tisch gestellt und gesagt, dass er uns gerne in der Vertrag nehmen würde. Und dann haben wir uns besoffen und den Vertrag unterzeichnet. Das ist so klischee-mäßig, aber es ist lustig. Jetzt habe ich weit ausgeholt irgendwie. Dann haben wir irgendwie diese Zufälle halt mit diesem Radio-Ding, das dann irgendwie zu jung halt total krass lief, auf einmal auf Fritz in Berlin. Dadurch wiederum, da hat es dann im Radio, hatte jemand von Fettes Brot, der Schwager von Björn von Fettes Brot, glaube ich, der hatte das im Radio gehört. Und dann so gesagt, so, ey, die müsst ihr mitnehmen und so. Und die hatten uns dann halt live gesehen und gesagt, oh ja, die nehmen wir mit. Und exakt dasselbe ist bei Beatsteaks auch passiert. Davor waren wir noch mit Casper halt auf Tour, weil er uns halt auch live gesehen hatte und so. Also das kam immer alles durch diese Live-Geschichten. Und dann, ja, waren bei den Shows, wo wir halt gespielt haben, halt auch irgendwelche Plattenlabel-Leute, weil ich das schon irgendwie so rumgesprochen hatte. Und dann war das, was so Popmusikmäßig war, das war dann halt ziemlich lustig mit diesen, dadurch, dass Universal ja nicht das einzige Label war, was uns zu dem Vertrag nehmen wollte. Und dann gab es echt sowas mit so verschiedenen Essen, weißt du, da waren wir auch in Hamburg waren wir und haben uns mit Warner getroffen, waren schick essen und ja halt auch mit Universal und mit Sony und so und haben wir halt so uns erzählen lassen von den Label-Leuten, dass sie uns nicht verbiegen wollen und so. Und dann haben wir immer so, genau. Und, ja, und dann zum Schluss haben wir gesagt, also das dann, keine Ahnung, das, also bei Warner war es auch voll cool, aber dann Sony eigentlich auch, wir haben trotzdem gesagt, Universal ist cool. Wahrscheinlich, weil es auch so am nächsten war von uns in der Nähe. Ja. Ich mach einfach einen Fashion-Blog und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Ach ja, klar, aber es ist ja immer so die Frage, was du so dir bieten lässt. Also ich, ja, keine Ahnung, die versuchen das natürlich so ein bisschen. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Aber ich finde halt immer so hier, ich könnte mir immer nicht vorstellen, dass KIZ sich da so reinreden lassen. Und da habe ich immer gesagt so, weil wir den gleichen A&A und so hatten, habe ich immer gesagt so, ey Mann, bei KIZ können die das auf jeden Fall nicht machen, dann müssen wir es einfach auch so sein. Pff, nö, leckt uns so. Und dann, ja, keine Ahnung, also man muss halt immer so gucken, dass man sich halt, man muss sich halt auch reinreden lassen, damit die halt irgendwie was zu sagen haben. So. Und das, keine Ahnung, bis zu einem bestimmten Punkt, das ist halt auch okay. Ich meine, das sind ja auch einfach Leute, die halt Ahnung haben. Man fragt ja auch also gerne Leute, die Ahnung haben. Und es ist halt auch mal dieses Märchen vom bösen Major ist ja auch ein bisschen überholt, glaube ich. Naja, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die, dass die uns sagen, dass wir keine Freundin haben dürfen. Ja, das ist dann mit den anderen Medien läuft das ja super. Das ist ja, wir haben auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass wir auch nur ansatzweise stattfinden in diesen, also man kriegt das ja auch mit in diesen rap.de oder sowas. Da sind die Leute ja auch immer wieder so mit so, ja, ist okay, aber was hat das denn mit Rap zu tun? Und so, und
Nö, deswegen hatten wir gar nicht damit gerechnet, oder ich nicht. Den anderen war es völlig egal. Aber das war ja nie irgendwie so, dass es so am Reißbrett so, okay, wir nehmen jetzt beide Gruppen mit sozusagen. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob das überhaupt jemand tangiert tatsächlich aus der Hip-Hop-Fan-Welt. Dass die Hip-Hop-Medien interessiert, das kann ich mir schon vorstellen, weil das halt so, ein bisschen was anderes halt ist. Was ja auch ein bisschen nachvollziehbar ist, dass das jetzt langsam mal an der Zeit ist, mal was zu suchen, sozusagen. Also Casper ja schon voll gut vorgelegt hat und Martin und so. Was halt so, ja, einfach an der Zeit war, glaube ich. Ich habe bis ich 16 war oder so überhaupt gar keine Musik gehört und dann, also nicht bewusst so. Und dann habe ich irgendwann mal, hat mir jemand Rap gezeigt und das fand ich voll scheiße. Und dann hat mir irgendjemand Maske gegeben von Sido, das erste Album. Und das fand ich voll geil. Und dann habe ich mich damit voll beschäftigt und so und habe dann so die Sekte-Sachen gehört und sowas. Und Ryman Simon und bin da so voll drauf festgegangen. Und dann auch so die ersten beiden Bushido-Alben und so voll, boah, das ist so das Beste und so. Und dann bis, habe ich eigentlich alles gefeiert, also so die neueren Sachen dann von Sido und Bushido nicht mehr so, aber dann so, dann kam ja so die ersten zwei Tapes von Kollega zum Beispiel, überkrass gewesen. Und sowas habe ich immer mega gefeiert, also was jetzt so deutschen Rap angeht. Amerikanischen fand ich nie so interessant. Ja. Ja, also man hat vor allem gemerkt, dass wir beim Splash Open da gespielt haben und bei Rock am Ring 21 Uhr. Das hat man so am ehesten den Unterschied. Also es waren einfach beim Splash waren einfach nicht so viele Leute da. Aber so vom Gefühl, ich glaube auch nie, also weißt du, wir haben auf der Tour jetzt auch, wo wir so wirklich überall gespielt haben, also ja auch so in Österreich und Schweiz, kann nie was damit anfangen mit diesem so, ja, hier im da und da sind die Leute halt so, die sind ein bisschen zurückhaltender. Das wird einem ständig erzählt, mal ist es der Norden, mal ist es dann der Süden, mal ist es der Osten, weißt du, wo, ja, im Westen, da sind die Leute halt so. Oder weißt du, das ist totaler Unsinn. So, ich glaube echt, dass es so ein bisschen einfach drauf ankommt, was für Musik gespielt wird. Das ist, glaube ich, eher so, das haben sich irgendwelche Bands so als Entschuldigung ausgedacht, warum es bei ihrem Konzert nicht so geknallt hat. Dass wir, ja, hier sind die Leute halt so. Ich finde, das ist eine feige Ausrede. Ich habe und deswegen, um wieder zurückzukommen, sind die Leute bei einem Hip-Hop-Festival gehen genauso ab. Und ist auch eine Wall of Death ist jetzt für die nichts Neues, sozusagen. Also die wissen schon damit was anzufangen und das auch irgendwie, keine Ahnung, Pogo zu tanzen oder so, das können die. Also was vielleicht ein bisschen, ist halt, das ist halt so ein bisschen mehr drin. So dieses so, weißt du, sobald so ein Halftime-Ding kommt, macht bei Rock am Ring niemand so hier. Und bei Splash sofort so, wow, ja, endlich, so. Aber so im Großen und Ganzen können die Leute beim Splash genauso abgehen. Die Tour ist ja noch nicht mal vorbei und wir kündigen schon unsere nächste Tour an. Im April ist die, glaube ich, unsere nächste Tour. Und kommt vorbei. Alle Leute, die jetzt keine Karten mehr bekommen haben, sowieso. Alle Leute, denen es gut gefallen hat, kommt auch vorbei.